Ja, Aufnahme, okay. Aye, so am I. And good day to you. I'm Donald of Xena. I'm just a peddler of sorts. I adore trinkets and oddities, so I trade for them. Kaufen. Goldharz. Bodenlose Kiste. Ah, nice. Gerades Kristallschwert. Kristallgroßschwert. Die kann ich nicht reparieren, damit ihr das wisst. Kristallschild. Das Schild ist cool. Und Hände des Weißen. Was kann das? Des alten Landes Sina, der Hämmer des seltsamen Händlers Domal. Angeblich symbolisieren die beiden Hörner Weisheit. Kirsten des Rumreichen. Zum die goldenen Armreife einen überwinden. Okay. Well, I'm certain we will make a good trade eventually. So I'm willing to share some tips. If you see kindling in the catacombs, use divine weapons. That will repair the reassembling skeletons. Oh. Nice, danke. Ich wusste gar nicht, dass er sowas sagt. I'm afraid I don't see anything here. Thank you. That was a fine trade. I have this funny feeling we'll meet again soon. Ja, verschlossen. Der wird später auch noch wichtig, weil wir bei dem Boss-Sachen kaufen können. Zumindest Rüstungen. Manche Bosse, die Rüstungen tragen, lassen quasi ihre Rüstungen fallen. Also quasi, wenn die sterben, dann kann ich da einfach die Rüstung bei dem kaufen. Der Bossraum. Flashbacks. Böse Flashbacks habe ich hier. Oh mein Gott, nicht schon wieder so einer. Au, danke. Die Kunst. Na, bevor ich den Boss mache, ich glaube, dann muss ich erstmal meine Waffe ausrüsten oder aufrüsten oder mir eine neue zulegen. Aber vorher muss ich eh noch einen anderen Weg finden. Also den anderen Weg. Es gibt noch quasi noch einen anderen Pfad hier runter. Der ist eine Abkürzung. Und den nehmen wir jetzt mal. Also den entdecken wir jetzt quasi. Yo. Hi. Komm noch mal näher. Das ist passiert lustig. Okay, da kommt ein Schlüssel.
Dürfen wir auch eine scheinbare Wand. Oh. Ach, scheiße. Uff. Ich hätte den anderen Weg gehen sollen und zuerst zum Shortcut kommen. Wo ich zuerst zum Shortcut gekommen wäre. Bevor ich mir den Typen vorknüpfe. Ah, das ist ärgerlich. Ich mach's einfach, ich gehe diesmal auf jeden Fall nicht bei den Basilisken vorbei. Weil die brauche ich jetzt nicht mehr killen. Also ich bin ja voll, quasi da voll ins Durch. Oh boy, nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Brandbombe. Okay. Jetzt kannst du runterfallen. Jojo. Ich meine, der Dicke ist wenigstens nicht mehr da. Ich glaube, das bond nur einmalig. Oh, noch einer. Kann ich dich diesmal backsteppen? Nein, der dreht sich zu schnell. Au, au. Au. Ja, ich hab seinen Sack. Sackgesicht. Versuch's mit Rollen. Das macht aber so viel Spaß, doch Kisten zu rollen. Und durch Fässer. Den habe ich eigentlich vorhin gesucht. Schon mal Quaid Swamp. Ja. Und?
Wow! Richtiger Good Guy. Er bedankt sich so, gibt mir aber nichts dafür. Wo ist mein Money, hä? Gib mir Souls! Ich möchte Souls haben! Seelen! Hallo! Seine Deko kaputt. Da seht ihr, so ein komischer Schleim. Oh, noch ein, so ein Boy. Ungefähr das passiert, wenn man da runterkommt. Dann fällt der Schleim auf einen drauf und der killt einen quasi. Oh, eine große Scherbe. Kanalkammer-Schlüssel. Ah, ist das Bonfire. Aber hier gab es, glaube ich, mal irgendwo eine scheinbare Wand.
Muss ich nochmal nachgucken. Oh, ich habe zwei Menschlichkeit, das ist gut. Ist der Dude tot oder wo ist der hin? Ah nein, der ist da unten. Komm mal rauf. Now he's dead. Ah, looten kann ich leider nicht. Oh fuck! Ach, die wurden auch gebufft. Hm. Aber ich komme immerhin an dem Leuchtfeuer gleich neben dran hinaus. Also. Willst du mich eigentlich verarschen? Reicht es nicht mehr, dass ich das aktiviere? Oh nein, das haben die wahrscheinlich erst in Dark Souls 2 eingefügt. Oh mein Gott. Dass ich nicht gleich immer rasten muss. In Dark Souls 2 und 3 ist es eigentlich so, sobald ich das entzünde, ist es entzündet. Und dann kann ich da wieder respawnen. Dann respawn ich da, wenn ich tot bin. Meine Fresse. Oh, please. Halsmaul. Warte mal. Kann ich da gerade durchgucken? Ging das?